Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Manche von euch haben sich eine Videoreihe gewünscht und jetzt kommt eine Videoreihe. Was kostet ein Pferd? Beziehungsweise spezieller, was kostet ein Islampferd? Ich habe mich damit jetzt auch genauer befasst und habe mir hier Notizen zusammengeschrieben auf diesen Zettel. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich immer wieder auf einen Zettel schaue und für mein Aussehen entschuldige ich mich auch. Denn für mich geht es jetzt dann in den Stall, weil ich komme gerade von der Arbeit. Und ich mache jetzt noch das Video für euch, damit ihr morgen bzw. heute es noch sehen könnt. Ich fange jetzt mal an. Das Video wird wahrscheinlich in zwei oder drei Teile eingeteilt werden. In Anschaffungskosten und die fortlaufenden Kosten. Anschaffungskosten sind immer das Leichteste, was man, wenn man sich was kauft. Aber die Folgekosten, die sind sehr wichtig, wenn man sich das natürlich alles auch sehr durchdenkt. Und ja, hier im Hintergrund seht ihr ab und zu meinen Hund dann durchlaufen, weil der ist jetzt ab. Und wenn ich euch unterbreche, dann tut es mir leid, weil mein Hund wieder zu mir kommen musste. Egal. Nein, daher. Genau, so ist fein. Ja, ich fange jetzt mal an. Und zwar, was kostet ein Pferd? Beziehungsweise speziell, was kostet ein Islampferd? Es kommt auch darauf an. Ein Pferd an sich sind auch schon sehr hohe Kosten. Es kann beginnen von zum Beispiel sagen wir mal 500 bis 10.000, 20 oder höher. Es kommt darauf an, was man sich zulegen will und es liegt auch, kommt auch auf die Rasse drauf an. Aber ich spezialisiere mich jetzt auf das Islampferd. Und das Islampferd, das kommt jetzt auch auf dem Alter drauf an. Will man jetzt ein junges haben oder will man jetzt eins haben, das schon ausgebildet ist? Und soll es gut ausgebildet sein oder roh sein oder wie soll es sein? Ich habe meine Freya ausgebildet gekauft mit 14 Jahren. Und bei Islampferden, die ausgebildet sind und gute Abstammungen haben, die schwanken so von 5.000, 6.000 bis 10.000 oder 20.000. Es kommt auch drauf an. Aber meine Freya hat jetzt nicht 20.000 gekostet. Das sage ich jetzt schon mal im Voraus. Es kommt auch drauf an, ob man ein gut ausgebildetes möchte oder jetzt weniger. Bei Fohlen und Rohe zahlt man jetzt eindeutig weniger als bei gut ausgebildete. Da kosten die zum Teil schon so bei Fohlen jetzt so ab 1.000 und bei Rohe irgendwie so bis 3.000, 4.000 oder irgendwie sowas. Aber ihr könnt euch auch gerne durch den Internet und so natürlich durchforsten, was es genau kostet, aber das sind jetzt so circa Angaben. Also Islampferde, es ist ja eine spezielle Rasse mit ihren Gangarten und es kommt noch darauf an, ob man einen Fünfgänger haben will, einen Viergänger oder reicht auch ein Dreigänger. Ja, es kommt, wie gesagt, es kommt auf die Sachen natürlich drauf an, aber das soll man sich im Vorerst gut überlegen. Will man ein Islampferd oder will man eine andere Rasse? Wenn ihr zu Freya, also wie ich zu ihr gekommen bin, auch noch ein Video haben wollt, dann stimmt doch oben gerne ab. Ob ich dazu eins drehen soll, das liegt jetzt an euch. Auf jeden Fall war es ein purer Zufall bei mir, ein Islampferd. Es musste keins sein, aber ich war so begeistert von denen, dass ich gesagt habe, ja, es ist in Ordnung und es muss jetzt auch kein 5-4-Gänger sein. Es war ein 3-Gänger, ist auch völlig in Ordnung, aber was soll's, wenn das Schicksal so entscheidet. Egal. Auf jeden Fall kommt dann zu einem Pferd noch dazu, was man sich überlegen soll vor der Anschaffung. Was für eine Ausrüstung braucht sie? Was alles braucht sie? Natürlich braucht sie einen Halfter, einen Sattel, eine Trense. Und was soll es für ein Sattel sein? Soll es englisch geritten sein oder soll es western geritten sein? Ja, es kommt immer auf diese kleinen Details an, dass man sich natürlich vor dem Kauf immer zuerst gut überlegen soll. Und vor allem, was auch wichtig ist, die Unterstützung. Bekommt man eine Unterstützung von Eltern, von Freunden und wie lässt es die Zeit zu?
habe ich viel Zeit für das Pferd, habe ich wenig Zeit? Weil wenn ich wenig Zeit habe, dann würde ich sagen, rentiert sich eher eine Reitbeteiligung, anstatt sich ein Pferd zuzulegen. Bei mir war es anfangs so, ich hatte noch mehr Zeit, jetzt ist es mit der Arbeit ein bisschen blöd, aber ich komme schon noch zu Freya und das ist jetzt auch kein Problem für mich. Am besten, ihr klärt das auch mit den Eltern ab. Sind sie für ein Pferd, dass ihr euch eins kauft, oder sind sie gegen ein Pferd, dass ihr euch eins kauft? Am besten, ihr klärt das einfach mit denen ab und ob ihr Unterstützung bekommt oder nicht. Ich muss sagen, ich bekomme keine. Also meine Eltern, die wissen alle, dass ich eins habe, aber ich zahle es, mein Pferd, persönlich selbst. Alles komplett, alles. Ob Tierarzt, Hufschmied oder die, wenn sie Krankheiten hat und das, Ausrüstung, alles, Stallmiete. Was man sich auch noch überlegen soll vor dem Kauf, wie gesagt, man soll sich überlegen, welche Rasse wird es. Beim Islampferd ist auch wichtig, die Leistungen. Da schwankt jetzt auch wieder der Preis. Ist es schon Turniere gegangen oder nicht? Und welche Turniere? Ist das Pferd hohe Leistungen gegangen? Und was ich vergessen habe, man soll auch unbedingt vor dem Kauf noch eine AKU machen. Das ist eine Ankaufsuntersuchung. Weil wenn man sich jetzt ein Pferd kauft und keine AKU macht, dann kann irgendwas auftreten oder so, dann habt ihr natürlich dann die Arschkarte gezogen und habt kein gesundes Pferd. Das Wichtigste, das gehört auch noch dazu, geht zu den Anschaffungskosten. Und ja, ich hoffe, ich habe alles gesagt. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare oder wenn euch noch irgendwas einfällt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall würde ich sagen, fragt eure Eltern um Unterstützung, ob ihr eins bekommt oder kaufen dürft und ob sie für euch da sind. Ihr werdet wahrscheinlich dann auch arbeiten müssen dafür, weil ich gehe arbeiten dafür, dass ich mir Freya leisten kann. Und dann müsst ihr schauen, welche Rasse ihr wollt oder wenn ihr speziell ein Islampferd wollt, was das alles können soll und wie alt das sein soll. Und die Ausrüstung müsst ihr euch auch natürlich gut überlegen, was es alles braucht. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Und wie gesagt, beim nächsten Video gibt es die fortlaufenden Kosten. Da wird es die Stallmiete geben. Genau, die Stallmiete. Und eventuell im dritten Teil, ich weiß noch nicht, ob ich einen dritten mache, wird es den Tierarztkosten geben. Hufschmied, da werde ich dann alle restlichen Kosten noch zusammenfassen, was auftreten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch auch einigermaßen jetzt weitergeholfen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt oder vielleicht fällt euch noch irgendwas ein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Video. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann werdet einer. Denn ich würde mich freuen, wenn wir dann natürlich auch noch ein bisschen größer werden. Aber naja, ich freue mich eigentlich auch über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.